Mitsprache beim Fotoshooting. Hallo und herzlich willkommen auf unserem YouTube-Kanal Villa Philipp. In dem heutigen Beitrag beschäftigen wir uns mit der Entscheidungsfindung beim Fotografieren. Im weitesten Sinne geht es also um die Rechte und Pflichten sowie um die einzelnen Freiheitsgrade der Beteiligten. Bevor wir allerdings in das Thema einsteigen, ein paar Anmerkungen zu einer Vorgehensweise bei der Bildauswahl zu einem Fotoshooting. Killer-Kriterien bestimmen nach dem Shooting zuerst das Auswahlverfahren. Wir berichteten bereits darüber. Bilder werden gelöscht, wenn sie technisch nicht korrekt umgesetzt wurden oder wenn sie Personen kompromittieren. Mit einfachen Schritten werden dann die Fotos bearbeitet, beschnitten und in ein allgemeines Format konvertiert. Diese Bilder werden dem Model zur weiteren Verfügung zugestellt. Zusätzlich soll das Model aber auch eine bestimmte Anzahl an Fotos für die Platzierung in den sozialen Medien für den Fotografen freigeben. Bei dieser Vorgehensweise stellt man allerdings fest, dass ein Model die Bilder anders auswählt als der Fotograf. Das ist verständlich, sieht sich doch das Model auf den Bildern abgelichtet. Und wichtig ist dann dabei die Frage, sehe ich gut aus? Nun, gegen diese Art der Auswahl ist nichts einzuwenden. Das gilt in jedem Fall, ob der Fotograf oder das Model der Auftraggeber ist. Dennoch gibt es anschließend in beiden Fällen Grundlegendes zu beachten. Das Model kann inhaltlich mitbestimmen, was und wie fotografiert wird. Das gilt, wenn das Model der Auftraggeber ist. Für die künstlerische Umsetzung der Wünsche, der Bildgestaltung und dem Bildstil ist allerdings immer der Fotograf zuständig. Ist das Model damit nicht einverstanden, muss oder sollte es den Fotografen wechseln? Andererseits lässt sich der Fotograf alles vorschreiben, wird er nur zu einem Bediener seiner Fotokamera. Das ist unverständlich, weil er doch aufgrund seines Stiles und der Umsetzung gebucht wurde. Im anderen Fall ist der Fotograf der Auftraggeber und damit ist dann auch Schluss mit der Mitbestimmung. Warum? Das erkläre ich an einem Beispiel aus der Artistenwelt. Im Vorfeld oder bei der Show eines Artisten sind viele Personen beteiligt. Der Artist selbst, Trainer, Kostümbildner, Visagisten, Dramaturg, Lichtsetzer und Soundspezialisten. Alle Beteiligten besetzen unterschiedliche Rollen im Team und haben einen Einfluss auf die Gestaltung der Show. Aber nicht jeder bestimmt alles und nicht jeder ist für alles verantwortlich. Da gibt es nur einen, den Artisten, denn es ist seine Show. Das wiederum bedeutet, dass Teamarbeit nicht automatisch und immer demokratisch ist oder sein kann. Beim Fotografieren ist der Fotograf der Autor, der Urheber seines Werkes. Er alleine entscheidet, was er ablichtet. Das muss nicht unbedingt immer ein Spiegelbild der Gesellschaft sein. Jedoch gilt, dass menschenverachtende, rassistische oder sexistische Momente immer außen vor stehen. Sachliche Kritik an seiner Arbeit muss der Fotograf allerdings zulassen, denn die Kritik kann ihn auch auf einen anderen Level bringen. Aber nie darf die Kritik bestimmen, was und wie der Fotograf sieht oder zu sehen hat. Letztendlich bringt er auf diese Art und Weise seine kreative und künstlerische Arbeit und seine Meinung auf einen Film oder einen Sensor. Das ist seine Art der Meinungsbildung und Meinungsäußerung. Und die erfolgt ausschließlich auf Basis von Bildern. Und keiner, wirklich keiner, ist berechtigt, in diesen kreativen Prozess einzugreifen und diesen zu ändern. Ich hoffe, dass dir der Beitrag gefallen hat. Wenn ja, gib mir ein Like. Für Anmerkungen und Anregungen benutze die Kommentarfunktionen unten und wenn noch nicht Erfolg, abonniere unseren Kanal. Ich sage auf Wiedersehen, mein Name ist Manfred Kannacher, bis bald.